Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist soweit. Wir haben Halloween vorbei. Somit ist das Gewinnspiel auch zu Ende. Und ich habe einen Gewinner ausgelost. Und zwar ein Bekannter von mir hat das hier gemacht. Ich hoffe, ich kriege es jetzt ordentlich auf der Karte, auf die Kamera. Gefällt mir sehr gut. Da steht auch in Runen Soul. Das zeigt jetzt ein End. Und hier unten Paracord. In Runenschrift. Also die alten Wikinger haben es vorgemacht. Und das ist ein Freund von mir, der Marcel. Koch, so wie ich. Und so hobbymäßig macht er Tätowierungen und zeichnet diese Sachen gern. Und er hat mir das da für das Gewinnspiel gemacht. Und definitiv gefällt es mir. Und wird auch das Emblem. Und auch das eventuelle Hintergrund oder mein T-Shirt oder wie auch immer. Es findet sich noch was. Er bekommt natürlich deine Sachen, die ich versprochen habe, die ich noch machen werde, wenn ich mich mit ihm zusammensetze, wie er es haben möchte. Und dann gibt es nochmal ein Video drüber. Nichtsdestotrotz, es gibt doch noch Nummer 2. Und zwar den Willi. Willi G. Punkt. Habe mich gestern Abend schon mit ihm in Verbindung gesetzt, was er möchte und wie auch immer. Und erstmal hat mir zum Beispiel, mal ob ich es vom Handy eingefangen kriege, war eher nicht. Er hat mir doch dieses, ja, oh, ich bin natürlich auf den Kaffee gekommen. Ein zwar sehr moderates, also nicht sehr verschnörkeltes, aber dennoch, er hat sich viel Mühe gegeben, soll auch belohnt werden. Und darum habe ich mich gestern mit ihm in Verbindung gesetzt und ich hatte ja gesagt, er kriegt eine handgenähte Tasche und noch etwas, wo es zum Beispiel Multitool oder so dafür ihn angefertigt. Da er kein Multitool hat und er ist auch nicht wirklich so eine Tasche benötigt, haben wir uns anderweitig ja, drüber geredet. Er wünschte sich schon immer ein Netz, also bekommt er eins und er würde gerne einen Anhänger haben mit seinem YouTube-Kanal drauf. Kriegt er auch. Und ich werde schon aufwenden, weil ich ihn mit in eine Kiste drin packe. Sein Lohn soll nicht geschmälert werden. Nichtsdestotrotz, auch ich habe mir selber was gegönnt letzte Woche. Und zwar ein Messer. So, die Klinge ist definitiv nicht rostfrei. Also rostet diesen da auch, wenn man es nicht poliert oder vorsichtig mit Wasser umgeht. Hat schon ein paar Mal ordentlich Rost angesetzt, aber man kriegt es immer schon rauspoliert. Die Spitze abgebrochen. Und man sieht's. Da ist mir runtergefallen ist. Und das in der Werkstatt. Da lag natürlich auch Metall auf dem Boden. Nichtsdestotrotz ist es noch immer rasiermesserscharf, nachdem ich mich ja dran geschnitten habe. Beim Polieren. Wo es runtergefallen ist, ist mir auch ein Stück des Handgriffs schon kaputt gegangen. Da auf die Metallkante geknallt ist. Also da war ein ordentliches Stück ausgebrochen, Stick, also ein Stück weggefallen. Aber es liegt sogar jetzt besser in der Hand, also ist nicht so ein großer Widerstand hier. Aber das Holz selber war wunderbar zu verarbeiten. War, wenn ich mich richtig erinnere, Ahorn. Und dazwischen ist ein Lederstück und hier vorne ist alte Eiche. Ich weiß gar nicht, also welche Eiche kann ich nicht sagen. Das war ein Stück altes Holz, was ich in der Werkstatt meines Vaters gefunden habe. Das war mal ein alter Axtknauf, da stand aber noch drauf, gute deutsche Eiche. Weiß nicht warum, aber stand da drauf. Es hat Verfärbung ziemlich viel in sich, also es muss wirklich schon etwas älter sein, aber ich finde, so eine alte Sache macht, gibt es immer Charisma. Nichtsdestotrotz, es ist kein Fulltang-Messer, es ist wirklich nur, also war wirklich nur so ein, ja, wie eine Spitze hier vorn. Habe ich einen Caps leicht angeschliffen mit einer Feile, also angefeilt eigentlich, habe die Spitze warm gemacht und habe es dann reingetrieben, dass es halt ihre Passform. Diese Passform, es ist eine Passform, es war wirklich nicht leicht da reinzukriegen, also Epoxidharz und das da reintreiben, also wenn das Messer da rausfällt, dann weiß ich so nicht. Das kann nicht sein. Die Lederscheide. Schon ziemlich so, wie ich es möchte, nur nicht so verarbeitet, wie ich es möchte. Jeder fängt mal klein an und das ist die erste. Also auf jeden Fall passend tut's Bombe. Da kann man definitiv nicht sagen.
für mich selber die vordere Naht. Sieht gut aus. Die hintere nicht. Aus dem simplen Grund, ich habe es nicht gerade die Aale durchgejagt. War halt mein Fehler. Man lernt immer dazu. Das Leder selber ist ein, ich glaube, war 3 mm dickes Leder. Ist sehr stabil, sehr robust. War aber wunderbar zu formen, so wie nass war. Ich habe auch bei den Kanten, wo ich es dann zurecht getrimmt habe, naja, hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit dem Messer sein sollen. Ich muss mir definitiv noch einen besseren Kleber zulegen. Der hat nämlich einen doll gehalten. Der ist mir beim Durchstechen laufen auseinandergegangen. Also ich musste ein paar Mal hinterher neu kleben. Definitiv, ich brauche einen besseren Kleber. Aber das soll ja nicht das Problem mehr. 70.000 gemacht. Also die Schlaufe selber ist mir ist zu dem Zeitpunkt nicht besser eingefallen und ich hatte nicht mehr so wirklich viel Leder. Ich habe nur ein Stück gekauft und war nicht wirklich groß, sagen wir mal so. Deshalb habe ich nur diesen Streben und habe noch eine bisschen größere Buchbinderschraube gehabt von meinem. Oh, habe ich es denn versteckt? Die stimmt noch auf dem Sofa. Bilder machen. Von diesem Tantum-Messer, das ich mir vor kurzem gekauft habe. Ich habe ja diesen. Wie heißt denn das? Die Gürtelschlaufe durch Polygurt ersetzt. Der da dran war nur aus Plastik und total stocksteif. Hat nicht mal durch meinen normalen Gürtel gepasst, also der wirklich nur mit Polygurt hergestellt ist, der wirklich nicht sehr breit ist. Also geschweige denn, er hätte jemals durch meinen Paracord-Gürtel gepasst. Der ist wesentlich dicker. Wie gesagt, das war's erstmal. Demnächst werden noch Videos folgen, so wie ich ja die Prototypen, meinerseits Prototypen, okay finde, dass ich sie vorstellen kann. Okay, den kann ich euch mal zeigen. Trage ich schon seit Wochen an der Hand. Und zwar ist es dieses hier. Ich nenne es Prototypen. Eigentlich ist es nichts Besonderes. Ich wollte bloß ja, das Metallene spielen. Da ich ja letztes Mal gesagt habe, die Schrauben sind eine Sache. Wollte ich es hier einfügen. Es gibt verschiedene Varianten, das ist eine davon. Ich werde, wie gesagt, nochmal ein Video drüber machen. Vielleicht auch, wie ich es gemacht habe, mal gucken. Auf jeden Fall, irgendwann wird es vielleicht mal ein Video geben. Auf jeden Fall wurde nach den Netzen nochmal gefragt, dass ich die Videos genauer mache. Also, dass ich, dann wird es wohl, na so nächste Woche vielleicht, werde ich mal dran machen. Und ein Netz in voller Länge herstellen, ohne zu schneiden, ohne irgendwas. Also, dass er mir komplett dabei folgt. Das könnte vielleicht etwas längeres Video werden, aber wir machen es einmal komplett durch. Gut. Das wäre es dann für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Gerne einen Kommentar gesehen. Ansonsten ein Like auch. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend.